Willkommen zum KMechanik-Simulator-Stream Nummer 5, müsste das jetzt, glaube ich, sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Könnte 5 sein. Es gibt ein neues DLC übrigens. Es gibt ein neues DLC und zwar von Porsche für das Spiel. Das heißt, wir können nichts an Porsche schrauben. Was natürlich jetzt auch nicht schlecht ist. Wir haben heute nicht Dienstag, nein, nicht Donnerstag. Wir haben heute Samstag. Und Samstag ist allgemein der Koop-Tag mit dem Dugosa Live oder auch mit euch, wenn ihr dazu Lust und Laune habt. Und dann könnt ihr auch mit uns oder mit mir vor allen Dingen Multiplayer-Spiele spielen. Das heißt, wenn ich dieses Spiel zum Beispiel habe, ich sage jetzt mal zum Beispiel Left 4 Dead 1, was wir heute abgeschlossen haben, könnte man zusammen spielen. Oder auch World of Warcraft, Battle 2 und so weiter und so fort. Also, wenn man da Bock drauf hat, einfach mal eben in den Chat schreiben und dann gucken wir uns das Ganze einmal an, machen dann mal eine Zeit aus, wann wir uns dann mal im Discord treffen und dann ein bisschen Multiplayer-Spiel spielen. Jetzt gucken wir mal hier, wie sieht das hier aus? Sind die defekt? Schwungscheibe könnten wir noch reparieren, alles andere nicht, also Kupplungsscheibe. Das Getriebe ist auch hinüber. Ich glaube, das brauche ich alles gar nicht mehr. Das ist noch vom letzten Mal gewesen. Dann ist die Frage, 36% möchte er haben. Oh, wenn er 36 haben will, dann werden wir auch da nicht viel dran machen, weil es kostet uns ja auch ein bisschen Geld. Aber normalerweise wird halt alles komplett ausgetauscht. Wird nicht nur eins gemacht, sondern es wird alles komplett gewechselt. So, das Getriebe, machen wir das neue direkt rein und man sieht schon direkt den Unterschied. Schrauben alle da rein. Das sieht soweit ganz gut aus. Anders, ganz wichtig, ne? Sonst funktioniert das nicht mit dem Auto. Kardanwelle hat 47%, die machen wir auch wieder rein. So. Müsste jetzt fertig sein, ne? Ja, sollte fertig sein. Dann geht das Auto einmal runter, denn wir haben noch Karosserie, die wir einmal machen müssen. So, lass mich mal schauen. Außenspiegel rechts, das ist der hier. Den haben wir. Dann Heckscheibe, Kotflügel vorne. Könnte der hier sein, vorne rechts, glaube ich. Vorne rechts, Rücklicht links, Scheinwerfer rechts, Stoßstange vorne. Licht links. Echt? Ist das Rücklicht? Rücklicht links. Türscheibe vorne links und Windschutzscheibe. Die Windschutzscheibe möchte er mal neu haben. Wir können mal kurz gucken, wenn wir das Schweißgerät da hinstellen. Und wir machen einfach mal ja für 1000. Ist nicht viel Neues. Ne, also da haben wir so ein bisschen was, aber nicht sonst so viel. Den stellen wir mal zurück. Den brauchen wir, den. Obwohl die vielleicht reparieren können, weiß ich nicht. Das können wir mal eben gucken. Ach, das Getriebe brauche ich gar nicht. Fällt mir gerade ein. Wir haben die Karosserie-Reparatur noch gar nicht, ne? Ja, es fällt unter Karosserie in dem Fall. Das heißt, ich kann das nicht reparieren. Brauche noch 6 Punkte. So, Tablet, Karosserie. Der ist das. Das fällt raus. Den brauchen wir. Den brauchen wir. Nummernschild. Okay, da haben wir das nicht gefunden. Ach, das brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht. Also stand jetzt zumindest nichts von dem Nummernschild drauf. Spiegel brauchen wir und das brauchen wir. Das machen wir einmal weg. Schade, dass man das mit den Lichtern nicht sieht. Aber ganz ehrlich, ich hätte schon Bock drauf, so ein Auto fertig zu machen. So ein Auto wieder zu holen.
Und dann komplett zu restaurieren. Das wäre bestimmt sehr interessant. Heckscheibe. Heckscheibe hat er jetzt nichts von gesagt. Ach, ich habe die Heckscheibe noch gar nicht reingemacht. So, dann sollte der fertig sein. Vorderes Nummernschild. Okay, ja, stimmt. Das haben wir auch abgemacht. Und damit wäre der dann direkt erledigt. So, was haben wir denn hier noch? Das ist, Dingsfahrzeug. Sag mal schnell. Kampagne. Da würde ich noch so ein bisschen warten, bis wir den machen, weil ich möchte ganz gerne die Sachen restaurieren können. Und das kann ich erst, wenn ich die Fähigkeitspunkte dafür habe. So sieht er doch wesentlich hübscher aus. Und der ist auch sehr kostenintensiv übrigens. Der geht, glaube ich, 4.000 oder 6.000, glaube ich, bei Flöten. So, was hast du denn hier? Muss eine Richtung muss repariert werden, lauter Auspuff. Ja, Schalkang ist schwierig, Karosserie, Außenspiegel. Ja, da würde ich auch ganz gerne gucken, dass wir das Level abbekommen. Gucken, haben wir den Porsche da? Ich kann mal kurz gucken. Da haben wir einen. Da haben wir einen. Ein Porsche 911. Hallöchen. Ein dicken Van, das ist kein Porsche. Das ist kein Porsche. Aber das sind auch dicke Karren, ne? Doch, ist ein Porsche. Was habe ich denn da gesehen? Ist auch ein Porsche. Sonstige Aufgaben. Ja, sonstige Aufgaben habe ich jetzt keinen Bock. Wir nehmen den. Wir nehmen den. Hallöchen. Und der hat natürlich den Motor wo? Richtig hinten. Da ist der Motor. Wir müssen uns aber jetzt um die anderen Autos kümmern. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir die fertig bekommen. Beziehungsweise erst den. Und den habe ich jetzt zum Beispiel in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen durchleuchtet. Weil ich gerade noch ein bisschen mit dem guten Tugusa gequatscht habe. Wegen Projekteplanung und so weiter und so fort. Deswegen habe ich mir den so ein bisschen mal genauer angeguckt. Da haben wir schon so ein paar Sachen gefunden. Gummilagerachse, großes kaputt, Stoßdämpfer, Vorderachse, Spurstangenkopf und so weiter. Bremsen sind kaputt. Ja, also da haben wir uns schon so ein bisschen was vorweggenommen. Beziehungsweise ich habe das mal gemacht, so dreist wie ich war. Und habe einfach mal so ein paar Sachen schon mir mal angeschaut. Beziehungsweise bin quasi in den Prüfstand. Wie heißt das denn jetzt? Na, ich Leistungsprüfstand. Diagnosefahrt. Gefahren und habe dort schon mal die ein oder andere Diagnose gestartet. Die können wir reparieren. Die ist kaputt. Die ist kaputt. Genau, die Gummibuchsen müssen wir mal gucken. Da ist zum Beispiel das Gerät oben kaputt. Gummibuchse sieht gut aus. Auch gut aus, die ist auch okay. Ist auch okay. Ich glaube, das ist, müsste dann eine von hinten sein. Wir schmeißen mal eben die Bremsscheibe rein. Dann kann der den schon mal zerlegen. Ne, da wollte ich jetzt nicht hin. Shop. Das brauchen wir auf jeden Fall schon mal. Dann nehmen wir einmal die Feder auseinander. Da brauchen wir auf jeden Fall den Stoßdämpfer. Stoßdämpfer brauchen wir. Federbein ist noch okay. Wie viel Prozent willst du denn haben? 73. Wir könnten gucken, ob wir das Domlager verbessern können, beziehungsweise reparieren. Kann ich nicht. Ist nicht machbar. Haben wir dafür den Skill noch nicht? Kann das sein, dass wir den Skill dafür noch nicht haben? Das könnte mit da reinlaufen, ne? Aber wo war das denn mit der Karosserie? Da muss ich das erst kaufen. Ach, guck mal hier. Ich brauche erst das Upgrade dafür, dass wir die Karosserie auch reparieren können, da. Und wir brauchen Restaurator Stufe 6 dafür. Achso, es ist doch verschlossen. Schade.
Genau, den Stoßdämpfer wollten wir eben kaufen. Hatte ich den denn jetzt überhaupt drin? Nein, nicht demontieren, montieren. Dann kann ich mal eben schnell die Bremse holen. Also die Scheibe mal eben hier. Wie gesagt, es funktioniert nicht im Real Life, ne? Also das sollte eben klar sein. Dass man das so natürlich nicht macht. Es ist halt auch, wie gesagt, nur ein Spiel. Aber ich erwähne es immer sehr gerne. So, den da rein, den Bremssattel wieder rein. So, die Federn wieder rein. Alles andere auch wieder rein. So, den auch da rein. Und den Reifen direkt drauf. Bomben sind schlecht. Ein Teil haben wir bereits schon gefunden. Bremsen müssen wir mal gucken. Kann ich natürlich jetzt nicht so reingucken. Schade eigentlich. Gehen wir davon aus, dass das eine Hinterachse sein wird. Da sehe ich zum Beispiel auch nichts. Ah, hier. Und bei unserem Glück ist natürlich noch irgendwas mit der Bremse vor hinten links oder vorne rechts kaputt. Kann natürlich auch direkt sein, dass wir hier das Glück haben und das direkt den richtigen erwischen. Die ist hinüber die Bremsscheibe. Habe ich auch keine da. Ich kann mal eben gucken, ob ich im Lager eine habe. Da in die Richtung. Denn ich habe das ein bisschen einsortiert. Bremsen, Bremsscheibe, guck mal da. Und ich weiß nicht, ob ich Bremsklötze reparieren kann. Deswegen habe ich die zum Beispiel noch eingelagert. Alles, was ich halt reparieren kann oder restaurieren kann, wird behalten erstmal. Jetzt muss ich aber eben gucken, wegen der Gummiboxe. Ach, guck mal, hier ist schon mal eine kaputt. Nein, das ist die Falte. Nein, 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 die wollten wir gar nicht. Ist das eine große? Habe ich die auch eingelagert? Ah, jetzt muss ich nur gucken, unter was die ist. Gummilagerbuchse groß. Da ist doch eine. Habe ich die jetzt mitgenommen? Ja. Ach, warte mal, ich brauche da zwei. So. Ich weiß auch nicht, ob man die restaurieren kann. Wenn nicht, muss ich die platt machen. Und die nämlich wieder verwerten. So, wir können aber mal eben kurz Inspektionsmodus anmachen. Mal eben gucken, wo die andere Gummibuchse ist. Weil er hatte ja zwei. Angegeben, dass die kaputt sind. Ja, es sind zwei kaputt, aber wo ist die zweite? Da ist sie. Jetzt müssen wir nur noch den Rest gucken wegen der Bremse. Zweiter, also ein Teil ist nicht gefunden, das andere habe ich ja. Das ist vorne nämlich. Deswegen, da muss ich gleich mal gucken. Ah, schon wieder ausgemacht? Schon sagen. Das sieht mir jetzt nicht danach aus, als wäre es hier, also es ist vorne rechts. Die Seite einmal runter.
Okay, hier ist es auch nicht. Da sind die beide kaputt. Es könnte auch sein, dass beide kaputt sind. Das wäre natürlich ein sehr großer Zufall, aber auch nicht unmöglich. Ich würde sagen, es sieht eher danach aus, als wären beide kaputt. Es sind beide kaputt, das Steuergerät und das Hydroaggregat. Dummer Zufall, muss ich in dem Moment sagen. Aber es ist dummer so. Okay. Weil ich fahre gerade nämlich am Überlegen, denn ich habe natürlich mir die Bremsen auch angeguckt und es, ja, war unterschiedlich. Aber dass das jetzt so war, hatte ich jetzt nicht im Kopf. Okay, das war nix. Gucken, ob ich was von den anderen da habe. Nein, ersetzter Lagerbremsen. Hydroaggregat ist das, glaube ich, ne? Ist das das Steuergerät, was kaputt war? Ne, das Steuergerät ist kaputt. Was sagen, ich habe hier doch zwei Türen. Warum mache ich nur eine auf? Muss ich nicht verstehen. Okay, dann den zusammenschrauben. So, dann einmal Flüssigkeiten wechseln war das, ne? Bremse, Kühlflüssigkeit, Servo und... Scheibenwischer. So, dann haben wir alle. Wir füllen das einmal nach. Wobei, da steht immer nur, wird nachgefüllt. Es wird nie gesagt, für den Sommer oder Winter, ne? Ist mir gerade so eingefallen. Wir wechseln immer, oder wir wechseln halt die Scheibenflüssigkeit, wir füllen das Ganze auf, aber für den Sommer oder für den Winter? Das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Aber in dem Fall ist es, glaube ich, so ein Allwetterzeug. Deswegen, da kannst du nehmen, was du möchtest. So, das machen wir mal zu. Dann ist der fertig. So, und wir sind nicht level up, könnt ihr euch das vorstellen? Das gibt es doch gar nicht. So, Herr Kollege, was hattest du? Fahrzeug geht nach dem Anlassen wieder aus. Irgendwas ist, klopft unter der Motorhaube. Bremseinrichtung muss repariert werden und lauter Auspuff. Machen wir mal einen Check hier. Okay, der hat hinten die Sachen. Hat einen Heckantrieb. Dreizylinder? Ist das ein Dreizylinder? Nee, ne? Jetzt aber im ersten Moment so drauf tippen. Wir gucken uns das gleich mal genauer an. Wir müssen jetzt so einmal alles durchchecken, damit wir genau wissen, was jetzt kaputt ist. Okay. Mal Fehlerspeicher auslesen, also einmal das komplette Programm. Hinten die Bremse ist kaputt. Man sieht es nämlich so ein bisschen. Da, so, nein. Okay, man sieht es nicht. Also ihr seht es wahrscheinlich, aber ich kann es jetzt nicht genau zeigen. Aber ihr Steuergerät ist zum Beispiel hinüber. Da. Sieht man das nämlich direkt. Das können wir eigentlich reparieren. Die Frage gerade, kriege ich den auf den den Motor, auf den Diagnosepfad? Mal gucken, ob ich das Teil reparieren kann.
Falscher Richter. Erst. Ah, das ist so doof. So. So, nächster Test. Kompressorprüfung. Ah, ich sehe gerade, da ist nämlich auch was kaputt, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das nur ein Dreizylinder ist. Ich glaube jetzt nicht, dass das ein Dreizylinder ist. Könnte auch ein Sechszylinder sein. Nockenwelle. Einmal Motor auseinandernehmen, bitte. Es ist doch ein Sechszylinder. Ja, ist ein Sechszylinder. Okay. Multimeter-Check mal machen. Also eigentlich kannst du mit dem OBS Steuergerät eigentlich alles auslesen an Werte, auch was Multimeter betrifft. Das kannst du zum Beispiel mit denen auch machen. Relais Typ A ist kaputt. Okay, da müssen wir mal gucken, wo Relais Typ A sitzt. Der müsste vorne sitzen. Gucken wir mal die Profiltiefe mal eben, ob die in Ordnung ist. 60%. Die können wir zum Beispiel nicht in, reparieren, die Reifen. Also das geht zum Beispiel nicht, soweit ich das weiß. Will genau 60 haben. Also Motor ist definitiv kaputt. Bremseinrichtung, lauter Auspuffteil haben wir schon gefunden. Relais Typ 8A geht kaputt. Also geht wieder. Ist kaputt. So, wo hier Kompressor. A sieht schon mal ganz gut aus. Ach, Kompressor. Kraftstofffilter und sowas. Das sieht aber okay aus. Gut. Hier der Auspuff ist kaputt. Ja, hinten die Bremsen sind kaputt. Wir können mal gucken, Relais Typ A. Es ist natürlich die Frage, was ist A? Bist du A oder bist du was anderes? Bist B? Nein. Okay, das ist A. Nein, ich möchte hier nichts zusammenbauen. Das heißt, ich muss jetzt hier einmal auseinandernehmen und dann mal gucken, welcher das ist. Ich glaube aber nicht, dass ich die reparieren kann, ne? Gucken mal, aber ich glaube auch nicht, dass ich den in die Dingens bekomme. Doch, den kann ich nicht. Nein, kann ich nicht reparieren. Ich kann den Deckel reparieren. Aber die Sicherung selber kann ich nicht instand setzen. Schade. Ich denke, das wird aber bei den Bremsgötzen dann auch nicht funktionieren. Wo ist das? Elektronik-Shop. Den machen wir mal weg. So, und dann den einmal da rein. Und dann einmal Deckel drauf. So, dann würde ich einmal sagen, gehen wir mal mit dem auf die Diagnosefahrt. Ja, wir versuchen es mal, ob wir den da testen können, aber ich denke nicht. Doch, es funktioniert. Also die hinteren Bremsen sind definitiv Schrott. USB-Pop. USB-Pop. Bremssattel. Bremssattel Typ A und Bremssattel Typ A ist defekt. Okay. Dann wieder auf die erste Hebebühne stellen. Dass der eine kaputt war, habe ich ja schon gesagt, dass der hier kaputt ist. Das haben wir gesehen. Flammenrohr Typ B. So. Gucken wir erstmal den hier an.
Und der Bremssatteltyp A ist hinüber. Da haben wir bestimmt noch einen auf Lager. Und mal an die andere Seite. Da können auch, glaube ich, die Bremsklötze kaputt sein. Die sind hinüber. Okay, was haben wir denn noch? Bremssattel mit 61 und 66. Da können wir mal gucken. Wir haben ja bestimmt noch Klötze, die wir da einbauen können. So, das heißt, wir brauchen einen Bremssattel und einmal Bremsklötze. 18, ich brauche irgendwas mit 60. Habe ich nicht. Bremssattel habe ich, aber Bremsklötze habe ich nicht. Ne, Flammrohr kannst du rausnehmen. Und dann gucken wir mal hier. Und dann machen wir einmal Bremsbeläge. Ich denke auch, dass wir die nicht reparieren können, die Bremsbeläge. Die sind halt, ja, runter ist runter. Wobei ich sage, Bremsscheibe, die kaputt ist, kannst du nicht abschleifen und neu machen. Ist meine Meinung, aber ist auch egal. Ich kann sagen, hat er jetzt nicht alle drauf gemacht? So, den einmal zusammenschrauben. Und das sieht soweit okay aus. Der einen Bremssatteltyp fehlt noch. Nach der Auspuff, da ist noch irgendwas nicht gefunden. Willst du mich verarschen? Ach, da oben ist auch noch was kaputt. Okay. Und Vorderachse ist auch noch einer, der defekt ist. Und hat direkt hier zwei rostige Schrauben mit dabei. Er gönnt uns ja sonst nichts. Mal gucken, können wir den reparieren? Den können wir sogar reparieren. Das ist optimal. Sparen wir sogar Geld, vorausgesetzt, wir verkacken es nicht. So, dann brauchen wir da keinen neuen kaufen. So, sieht doch schon mal sehr schön aus. Nee, ich wollte eigentlich da dran. Kann ich die nicht abmachen? Warum kann ich dich nicht abmachen? Achso, ich muss den runter machen, sonst zählt das nicht. Was hast du denn da gemacht? So, ich hoffe, er lässt uns jetzt hier dran. Ganz ehrlich, im Blähloch würde ich auch nicht an so einem Auto schrauben wollen. Warum nicht? Warum lässt er uns da nicht dran? So, den auch rausnehmen. Kann ich nicht. Das ist eigentlich Schwachsinn, den erst versuchen rauszunehmen. Weil das eigentlich gar nicht geht. Ach, das sind zwei Teile. Ah, okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich nichts gesagt. Das habe ich jetzt natürlich nicht gesehen, dass das zwei Teile sind. Beziehungsweise in dem Fall sogar drei Teile.
Ja, ich sehe schon, das ist schon ein bisschen mehr Aufwand hier. Der muss auch einmal raus. Können wir den schon rausnehmen? Was ist mit dir? Den kann ich noch nicht rausnehmen. Ich muss erst den Zahnriemen runterkriegen. Also die Rolle muss eigentlich raus. Jetzt lässt er mich die nicht rausnehmen. Ach, der Spannroller da, der Spanner. So ein Spanner hier. Dann lässt er mich auch nicht rausnehmen. Ich kann nur das Rad runternehmen. Das lässt er mich nicht, warum auch immer. Das darf ich auch nicht rausnehmen. Okay, wegen der Drosselklappe, okay. Müsste ich eigentlich die Ansaugbrücke runterkriegen? Ja, sage ich doch. Ja. Da ist noch ein, okay. Das ist natürlich die Frage, welche von denen ist das jetzt, wo der wo die Nockenwelle kaputt ist? Okay, da kriege ich den so nicht runter. Das ist auch nochmal ein extra Teil? Das ist auch nochmal ein extra Teil. Ah, okay. Aha. Dass der so nicht runtergeht, ist mir klar. Da muss ich erst die Verkleidung hier runternehmen. Nö. Jetzt kann ich den rausnehmen. Ah, okay. Nockenwelle, die ist definitiv kaputt. Die Wasserpumpe ist kaputt. Der Abgaskrümmer ist kaputt. Die Umlenkrollen muss ich gucken. Das heißt, wir haben alles gefunden. Sehr schön. Ja. Muss mich dann natürlich dann erstmal ein bisschen. Okay, da brauchen wir gar nicht gucken. Die können wir nicht reparieren. Müssen wir alles neu machen. Einmal alles komplett neu. Das heißt, den neu. Den neu. Da brauche ich sogar zwei. Das war's. Flammenrohr haben wir schon gemacht. Davon brauchen wir eine. Abgaskrümmer, Kurbelwelle, Umlenkrolle 2. So. Dann machen wir den wieder rein. Dann machen wir den wieder drauf. Wollte schon sagen, wenn das alles Schrauben an. So, die haben wir auch drin. Den mal eben reinmachen. Passt. Ach, das kann ich wieder nicht machen, weil das kann ich wieder nur von unten. Ja, warum auch immer. Wenn das Spiel das so will, dann machen wir das so. So, den Riemen wieder drauf. Den können wir auch wieder einbauen. Das heißt, den Rest kann ich dann alles zerschrotten nachher. Wir sind ja fast Level Up, also wir müssten eigentlich gleich das Level Up bekommen und dann können wir es auch mit der Karosserie machen. Und dann können wir uns natürlich auch den
Sag mal schnell den Dingens anschauen. Den blauen. Beziehungsweise ich würde jetzt erstmal alle Autos wegmachen, die wir jetzt da haben, und dann werden wir die neuen annehmen. Das sieht soweit ganz gut aus. Ja. Ansonsten haben wir jetzt hier nichts Großartiges rausgenommen, ne? Nein. Okay, dann einmal nach falsche Richtung. Können aber gleich mal zum Hauptplatz fahren und uns da mal umschauen. Vielleicht finden wir ein interessantes Auto, was wir dann mal zusammen bauen können. Druckplatte muss erneuert werden. Okay, wo ist die? Die wird hier sein. Ich muss das Getriebe rausnehmen. Wenn ich das vorher gesehen hätte, hätte ich die Sachen direkt mit rausgenommen. Die Antriebswellen. Wo hast du deinen Anlasser? Da. So, der ist raus. Aber das Getriebe raus. Das raus. Sag mal, da sieht man schon, dass die hinüber ist. Da willst du nicht? Ja, so leicht verpeilt bin ich auch gerade. Wie viel Prozent hast du denn? 15. Kann ich dich reparieren? Gerade dabei, alles zu reparieren, was ich reparieren kann. Kann ich nicht reparieren. Schade. Kupplungsdruckplatte. Shop. Vielleicht kann ich das auch erst reparieren, wenn wir das Level up haben. Also das werden wir dann gleich mal gucken. So, den wieder rein. Ich kann nicht weiter für normale Aufträge auch so viel EP bekommen. Oder nur für die Dingensaufträge. Karriere. Weiß ich gerade gar nicht. Habe ich den Anlasser wieder eingebaut? Nee, habe ich natürlich nicht. Ich wusste es. Ich wusste es. Ach ja, die Motorabdeckung haben wir ja auch noch. Irgendwas fehlt immer bei mir. Aber hier im Spinter können wir leider nichts machen. Vor allem, wir haben hier zwei Stück, ne? Wir arbeiten aber hier alleine. Der hat aber auch nicht viel Platz, ne? Er hat nur Platz für zwei Leute. Und Level up! Yeah! Punkte. So, wir haben jetzt alles, was wir restaurieren können, drinne. Das heißt, jetzt brauchen wir noch die Sachen. Die vier. Dann machen wir die, dann machen wir den und dann machen wir den. Also es geht schon langsam Richtung maximalen Skillpunkt. So, jetzt gucken wir mal. Keine passenden Teile. Das heißt, ich kann die nicht reparieren. Nee, ich wollte mal Bremsen gucken.
Reifen kann ich, glaube ich, auch nicht restaurieren. Ersatzteillager, ich glaube, die nehmen wir mal alle raus. Dann gucken wir mal, was wir davon restaurieren können. Und was nicht. Alles, was nicht geht, will ich direkt schrotten, damit wir genug Platz haben. Für unsere Sachen. Und alles, was wir restaurieren können, kommt wieder direkt ins Lager. Das machen wir jetzt eben. Jetzt habe ich den Kühler mitgenommen, ne? Ja. Den nehmen wir mit. Der Rest ist soweit im grünen Bereich. So, das nehme ich auch mit. Ich gucke gleich nochmal im Inventar, ob ich irgendwas mitgenommen habe, was hätte nicht da rein sollen. Was nicht hätte rein sollen, sagen wir mal so. Aus Buff haben wir nichts. Brauchen wir gleich mal, was wir da restaurieren können. Felgen, Reifen, da können wir mal gucken. Wieso habe ich eigentlich 4 Felgen und Reifen hier? Den muss ich nicht verstehen, warum auch immer. So, keine passenden Ersatzteile. Schade. Schraube. So. Sommerreifen sind das, aber von wo waren die Sommerreifen? Weiß ich nämlich gar nicht mehr. Also das kann ich alles nicht restaurieren, das geht auch wieder zurück. Kühler geht zurück, alles andere kann ich hier nicht restaurieren. Das heißt, die können wir alle einmal komplett schrotten. Das machen wir dann auch mal eben. Die Hebebühnen sind nämlich gerade leer. Also gerade so, hui. Wir haben gerade leere Hebebühnen. Passt ja gerade. Ich leg das jetzt einfach mal so durch, dann brauchen wir nicht lange warten. Aber um euch dann nicht jetzt nicht in der Aufnahme nach auf YouTube damit zu stören, mache ich gerade die Aufnahme mal eben auf Pause. So, da sind wir wieder. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, bis ich die ganzen 13 Dinger jetzt da hinüber gemacht habe, aber wir haben es geschafft. Es hat jetzt doch endlich geklappt. So, den haben wir auf Hebebühne 1. Den dann wieder raus. Den dann einmal auf Hebebühne 2. Jetzt wieder raus. Ja, es ist total doof. Den bewegen wir dann einmal vor dem Garagenplatz 1. Ja, das passt. Was haben wir jetzt hier noch? 25 Geldbonus. Geldbonus. Da gibt es keinen Bonus. Kein Bonus. Kein Bonus. Okay. Ich speichere mal eben, denn ich würde ganz gerne jetzt mal was anderes machen. Und zwar fahren wir jetzt heute zum Schrotthändler. Was uns auch nochmal 500 kostet. Kann man natürlich ausstellen, aber wir machen es natürlich mit. Wir lassen das Ganze drin. Habe ich immer noch Ladebildschirm. Das ist quasi der Schrottplatz. Hier haben wir die Möglichkeiten, um Schrott zu wühlen. Also quasi hier. Wir können dann gucken, ach, guck mal hier, den Zylinderkopf, den kann ich mitnehmen, den kann ich restaurieren. Porsche Heckklappe, die kann ich restaurieren. Das ist kein Problem. Das sind solche Kleinigkeiten, die kann man restaurieren oder mitnehmen und sagen, okay, die kann ich verwerten. Bekomme ich Punkte für. Da haben wir jetzt kein Auto stehen. Genau, weil wir manchmal Glück haben, dass wir auch Karten finden. Da ist jetzt zum Beispiel nichts Interessantes drin. Ich suche aber gerade eher nicht nach einer Karte, sondern nach einem Auto. Dass wir eventuell unser eigen nennen dürfen. Was haben wir hier? Oh, der sehe ich schon, da fehlt einiges. Da ist auch einiges hinüber. Da
Natürlich, klar, ist ein Schrottauto, ne? Der Motor ist nur halb zusammengebaut. Ah, der ist, das ist viel Arbeit. Da ist einiges hinüber, ja. Was will er denn dafür haben? 4000. Aber könnte sich zum Beispiel hier so ein Bulli zusammenbauen? Jetzt mal noch so ein bisschen weiter gucken. Ich liege aktuell jetzt bei 16.000. Also ganz ohne was würde ich jetzt hier nicht weggehen wollen. Also ich würde schon was mitnehmen wollen. Ist das ja auch einer von den Schrottautos? Nein, das ist Deko. Was haben wir denn hier Interessantes? Nichts, was mich jetzt interessieren würde, ehrlich gesagt. Da aber zum Beispiel. Das könnte zum Beispiel so ein alter Golf sein. So schlecht sieht er gar nicht aus. Ja, es könnte auch ein alter Golf sein. Innenausstattung fehlt ziemlich viel. 5000. Ja, es könnte ein alter Golf sein. Aber da würde ich nur so sagen, wir legen den, zerlegen den komplett. Ne? Also der wird komplett auseinandergefetzt. Und der wird dann einmal komplett restauriert. $5.602 will er dafür haben. Was haben wir denn noch so Schönes? Guck mal, da haben wir auch noch ein uraltes Auto. Ist das ein uraltes Auto? Guck mal, da fehlt sogar noch mehr. 7000 will er dafür haben. Ich weiß gar nicht, ob der dann nachher runtergeht vom Wert, wenn wir das genauer durchgecheckt haben. Ich glaube, der bleibt. Also ich würde eher jetzt den Golf, also den VW da hinten jetzt nehmen. Der Bulli wäre natürlich auch noch eine Option, aber das sprengt unseren Budgetrahmen, glaube ich. Da hat er noch ein Auto stehen. Also ein Auto will ich auf jeden Fall mitnehmen. 5000. Das dürfte keiner sein. Nö, ist auch nichts bei. Da habe ich viel Auswahl heute, muss ich sagen. Also die Auswahl ist heute sehr mager. Also wir haben ein paar Autos zur Auswahl, aber so viel ist das jetzt nicht. Das ändert sich auch immer regelmäßig. Ich würde sagen, wir nehmen den mit und machen daraus ein schönes Auto. Ja, der kostet uns jetzt hier wie viel? 5000. Was hat denn der Bulli gekostet? Bulli wäre natürlich auch eine Idee, dass wir den machen. Bulli habe ich zum Beispiel noch nie gemacht. Wäre auch eine Idee, dass wir den zum Beispiel machen. Da könnten wir zum Beispiel den auch nachher verkaufen. 4000. Sogar mit Heckantrieb und sowas. Also, dass der komplett hinüber ist, das sollte jedem klar sein. Ich will die auch mitnehmen. Die werde ich komplett zerlegen, die Karre. Und das, was ich restaurieren kann, kann ich restaurieren. Und was Schrott ist, wird ausgetauscht. Ja, also da werden wir dann komplett neu anbauen. Er hat aber eigentlich eher auf so ein ganz altes Modell gehofft. Oder weißt du was? Wir holen beide Autos. Wenn wir so bei 9000. Das sollte eigentlich reichen bei dem, was wir aktuell haben. Ja, wir kaufen den in die Werkstatt. Jetzt haben wir noch 11.000. Der eine, ich würde eigentlich gerne alle mitnehmen, muss ich sagen. Aber das so viel Budget haben wir leider nicht. Den nehmen wir auch mit. Ja, den nehmen wir auch mit. Auch in die Garage. Und so, wir können jetzt wieder zurück zur Werkstatt. Ja, wir haben jetzt ja Teile geholt im Endeffekt. Wir haben uns zwei Autos geholt, die wir bearbeiten werden mit der Zeit und die wir uns dann mal genauer zu Gemüte tun werden.
Woher hat denn die beiden Autos hingepackt? Also eine steht hier, wo steht das andere Auto? Jetzt übersehe ich es gerade. Wo steht Parkplatz, Garagenanhalt? Ah, da steht der, okay. In die Werkstatt. Habe ich doch extra gesagt, in die Werkstatt. Ist doch gar nicht. Bewegen wir mal. Nein, Autowäsche. Ja, da haben wir einiges zu tun. Karosserie ist hinüber. Da haben wir einiges zu tun. Da sind nicht mal Sitze drin. Wir tauschen mal mit dem Bolton. Jetzt darf ich schon wieder rüber rennen. Ah, das ist doof. Ist egal, wir machen den Bolton sauber. Und dann reparieren wir die anderen Autos gleich. Und dann werden wir bei Zeiten mal einen auseinanderpflücken. Ja, der ist völlig hinüber. Vor allem, wir brauchen übrigens noch die Lackierkabine, ne? Deswegen war eigentlich ein bisschen zu früh der Kauf, fällt mir gerade so ein. Aber ist egal. Wir gucken uns das bei Zeiten mal an. So, den bocken wir auch mal auf hier. Und den Porsche Turbo auch. Karosserie reparieren. Motorhaube. Außenspiegel links, Motorhaube. Motorhaube runternehmen. Außenspiegel links. Beide Rücklichter. Scheinwerfer und die Tür vorne. Ne, Stoßstange und ein Scheinwerfer. Stoßstange vorne. Warum vorne, nicht hinten? Scheinwerfer links. Okay, schauen wir mal, was unsere schlaue Karosserie hier sagt. Da müssen wir natürlich ganz genau aufpassen, dass wir auch ja den grünen Bereich treffen. So, der ist wieder auf 100%. Der Scheinwerfer, ist der wirklich so hinüber? 51. Er will aber 58. Okay. Den brauchen wir, die beiden brauchen wir. Tablet, Karosserie. Was ist der denn jetzt? Ist das der hier? Müsste der sein, ne? Roadster, ja. Rücklicht. Scheinwerfer links. So, von Nummernschildern ist nämlich jetzt nichts gesagt, deswegen werden wir da auch nichts dran machen. Aber die Rücklichter wollte ich austauschen. Ach, habe ich den... ja. Den jetzt nicht gekauft gehabt gerade. Kann gut sein, dass ich es nicht gemacht habe. So. Tür vorne rechts. Ja. Sie ist auch repariert. Und das ist auch repariert. Das heißt, dafür bekämen wir jetzt allein schon 1500. Ist das nicht die Welt, aber ist jetzt nicht schlimm. So, was hat er? Gangschaltung schwergängig. Könnte Karosserie. Getriebe. Sein, der müsste eigentlich einen Heckantrieb haben. Oder doch, er hat einen Heckantrieb. Das kann ein R-Getriebe, sage ich doch. Das werden wir auch wahrscheinlich nicht reparieren können. Ja. Das ist hinüber. Na, ich möchte mal das Getriebe hier auseinandernehmen.
Lässt er mich nicht. Ja, stimmt, der Anlasser. Der Anlasser, ja, ja, das übliche. Der übliche Verbrecher, der Herr von und zu Anlasser, der lässt uns dann natürlich Triebe in dem Moment natürlich nicht auseinandernehmen. Da. Und das ist hinüber, ne? Ja, schade. Hätte ich gerne repariert, aber er sagt nö. Wenn Scheinwerfer vorne links sind nicht ausgetauscht, müssen wir gleich mal machen. Den einmal zurück da rein. Der kostet auch ordentlich hier. Der kostet ordentlich Zaster. Da ist hier nichts. Haben wir drin? Ich habe gerade noch gesagt, der von und zu Anlasser, ne? Und jetzt vergesse ich ihn wieder. ...5000 bekommen wir direkt dafür. Da kann ich irgendwas von den Sachen reparieren, ansonsten verschrotte ich die. Nein, kann ich nicht. Und werden die nachher verschrottet. So, der Herr von uns zu Porsche hat auch ein Problem. Motor hat keine Leistung. Klopft irgendwas unter dem Motor, bei lauter Auswurfgetriebe gibt beim Schalten schwere Geräusche von sich, sonstige Aufgaben. Das ist übrigens der erste Porsche, den ich jetzt hier mache. Und das DLC ist noch nicht ganz so alt, aber wenn dieses Video rauskommt, gibt es das DLC schon eine Weile. Oh, guck mal, der Riemen ist kaputt. Kann, glaube ich, eine Weile dauern, bis wir hier fertig sind. Sagte er, und dann waren sie fertig. Hat kein OBS. Okay. Hatte noch gar nicht. Die Spur, das Lenk, nein, das Lenkgetriebe, heißt das Lenkgetriebe? Oh, das sieht nicht gut aus. Okay, 55 will er haben, aber hier das Lenkgetriebe hier vorne sieht, gefällt mir nicht. Drosselklappe, 13%. Ah, okay. Kraftstoffpumpe. Okay, das geht ja noch. Das ist nicht so extreme Sachen. Aber dass der Riemen zum Beispiel kaputt ist, das ist schon so ein bisschen mehr. Motor hat keine Leistung. Drosselklappe, Kraftstoffpumpe. Teile nicht gefunden. Etwas kauft unter der Motorhaube. Teile nicht gefunden. Lauter Auspuff. Triebe, sonstige Aufgaben. Können wir mit dir eine Probefahrt machen? Falls es nämlich gerade gar nicht bewegen. Die Umlenkrolle fehlt, ja.
bekomme allerdings dann eigentlich keine Infos über die... Okay, das hat sich dann erledigt. Ja, wenn der Motor nicht anspringt, kann das mehrere Ursachen haben. Aber die Musik geht mir gerade echt auf die Nüsse. Irgendeine Musik war, glaube ich, Copyright drauf, warum auch immer. So, den stellen wir auch schon mal ran. Der direkt aufgebockt ist, ne? Ach, muss er ja. Er hat ja vorne keine... Ja, ja. Okay. Das heißt, den wieder rausnehmen. Das ist große Fehlersuche angesagt. Die Drosselkappe war auch kaputt. So, die Kappe sieht defekt aus. Die können wir dann auch mal rausnehmen. Ist das direkt so eine Doppelkappe hier oder ist das... Nee. Zwei eigene. Ja, das sehe ich schon. Das sieht auch sehr kaputt aus. Ey, ich will doch die Klammer abmachen. Also man sieht so vor- und nachher Bild, ne? Und sonst noch irgendwas, was hier so auffällig direkt erscheint. Der muss natürlich auch runter. Können wir den auch einfach so runternehmen hier? Nein, ne? Der ist einfach nicht. Doch, der geht runter. Der ist aber noch gute Zündverteiler und die Zündverteilerkappe ist kaputt. Ob wir die reparieren können. So, aber ich glaube, dann haben wir immer noch nicht alles gefunden. Köpfen unter der Motorhaube. Das könnte etwas intensiver werden. Ausrücklager ist defekt. Ah ja, das wissen wir plötzlich, dass das Ausrücklager defekt ist. Ah ja. Okay. Das heißt, wir müssen den Motor wahrscheinlich zerlegen. Ja, Auspuffanlage. Den wollte ich jetzt nicht losmachen. Aber gut. Schön, dass wir da... Ach, ich hätte hier seine Zündkerzen sogar. Aber die kann ich nicht losmachen. Wie gesagt, ich auch im echten Leben habe ich noch nie an einem Porsche geschraubt. Also... Solche Autos hatten wir eigentlich gar nicht da. So... Und Endrohr und Abgaskrümmer sind defekt. Turbolader ist auch defekt. Turbolader, das heißt, wir müssen ihn echt einmal komplett zerlegen. Ach, der Nogat ist auch da. Ich habe das gar nicht gesehen. Hi. Ich bin gerade so in dem Spiel gerade drin, dass ich das gar nicht mitbekommen habe. Ja, wir zerlegen gerade einen Porsche. Da gab es ein neues DLC. Jetzt die Woche. Das war im Angebot und ich habe mir gedacht, da es jetzt da ist und wie wir heute unseren Multiplayer-Tag soweit abgeschlossen haben, schmeiße ich mich nochmal in den Car-Mechanik-Simulator und versuche mal einen Porsche auseinanderzuschrauben, was bisher so semi-gut funktioniert. Weil ich muss halt noch ein paar Sachen finden und ich habe sie noch nicht gefunden. Das Lenkgetriebe sieht mir echt defekt aus. Ich nehme das einfach mal auseinander. Nimm das einfach mal raus. Ich gehe auch mal davon aus, dass es kaputt ist. So, einmal hier rüber. Den nehmen wir auch immer raus. Ich weiß gerade gar nicht, welche Autos du jetzt gerade verpasst hast. Eigentlich nichts Wichtiges. Also die waren jetzt nicht ganz so interessant, die wir gerade hatten.
Und wir haben zwei Autos gekauft vom Schrottplatz. Also das kannst du auch machen in dem Spiel. Kann ich dir gleich zeigen. Lenkgetriebe ist kaputt. Achso, bist du jetzt ein paar Minuten da? Okay. Ja, ich wusste jetzt nicht, ob Triple heute Abend was macht. Deswegen habe ich ganz normal weiter gestreamt. Weil ich sehe es dann auch nicht. Ja, ich kann dann halt nicht immer umswitchen. Wir haben uns hier so ein Schrottauto gekauft. Ist sowas wie Richtung VW Golf. Könnte man sagen. Und du siehst, der hat halt gar nichts. Den werden wir komplett zerlegen. Das heißt, die alles raus. Motorhaube, Scheiben, Bremsen, Motor. Alles wird auseinandergenommen bei dem. Auch die Wischer kannst du aber nicht auseinandernehmen. Und du siehst, der hat hier nichts drin. Ne? Also das fliegt alles raus bei dem. Und wir haben noch einen. Wir haben einen Bulli gekauft. Der steht hier. den werden wir auch komplett zerlegen. Und du siehst, der ist total verrostet. Ne? Der ist total hinüber. Kein Mensch würde sich sowas freiwillig kaufen. Ich sehe auch zum Beispiel, hier ist der Kolben kaputt. Den werden wir auch bei Zeiten komplett zerlegen. Das heißt, alle Teile rausnehmen. Alles, was wir restaurieren können, können wir dann reparieren. Also wieder auf 100% machen. Weil ich kann jetzt seit gerade... kann ich dann auch Karosserieteile reparieren, hier mit der schönen Bank. Habe ich jetzt keine Ersatzteile da. Und dann können wir die Autos wieder in Stand setzen, können die verkaufen für teuer Geld und wir machen riesen Fettgewinn, ne? Also wir haben für den Transporter, den ich dir gerade als letztes gezeigt habe, um die 4000 gezahlt und für den kleinen, der draußen steht, so um die 5000. Und das ist noch billig. Ja, das ist noch sehr, sehr günstig. Genau, Lenkgetriebe. Was habe ich denn jetzt alles hier drin? Lenkgetriebe. Getriebe Typ B, das brauchen wir nicht. Die beiden brauchen wir noch. Der Turbolader, den habe ich repariert. Und den Rest, den brauchen wir auch nicht. Aber ich bin heute schon, ich weiß gar nicht, wie lange jetzt am Stream. Also wir haben jetzt gleich die 5 Stunden voll. Müsste jetzt 9 oder 10 Stunden fast sein. Mir ist vorhin einmal mein OBS-Programm abgeschmiert. Und dementsprechend auch dann der Stream. Aber ich habe gerade dann eh in der Zeit Pause gemacht, deswegen war das nicht ganz so schlimm. Aber wir haben um 2 Uhr angefangen zu streamen. Und quasi bis dahin eigentlich fast durchgehend gestreamt. Immer zwischendurch Pinkelpause gemacht, irgendwas gegessen kurz. Und dann direkt weitergemacht. Der Rost vergoldet? Weiß ich nicht. Ich habe mich nachgefragt. Aber ich kann dir das gleich gerne mal zeigen, wie wir den Rost ganz schnell wegkriegen. Es funktioniert allerdings auch in einem Spiel. Das wäre schön, wenn es im Real Life auch so gehen würde. Wir können mal eben den tauschen mit dem... wo ist er? Mit dem Bolton. Ah, jetzt muss ich wieder in die Werkstatt laufen. Ah, es ist so doof. Ist ja egal, ich sah gleich um die Ecke. Wir haben so ein schönes Schweiß... Da ist es. So ein schönes Schweißgerät. Und wenn ich das jetzt hier benutze, muss dafür 800 jetzt zahlen. Machen wir dann aus diesem ganzen hässlichen Rost... Et voilà! Ein schwarzes Auto. Also so ein Schweißgerät hätte ich auch damals gern in der Werkstatt gehabt. Drückst du einmal ein bisschen und dann hast du alles wieder picobello. Wie du siehst, ist der komplett... schwarz. Wir können den auch nachher lackieren, aber die Lackiererei habe ich jetzt noch nicht freigeschaltet. Na, zurückstellen. Na, das ist richtig schön. Ich weiß nicht, was ich dir jetzt hier alles gezeigt hatte. Das sind unsere Skillpunkte. Wir können nachher noch schneller schrauben. Wir können nachher schneller demontieren. Glückspilz, dann bekommen wir eine mysteriöse Kiste. Das kann ich dir auch gleich mal zeigen. Das ist hier uninteressant. Das ist halt, wenn ich jetzt renne, dass das ein bisschen schneller läuft. Adlerauge ist quasi das, wenn ich jetzt den Inspektionsmodus mache. Das hier. Das ist der Kreis. Jetzt will ich das zeigen, jetzt funktioniert es nicht. Das hier, mit dem Kreis zum Beispiel. Ja. Toll. Ja, Vorführeffekt, ne? Aber es halt beim Porsche. Diesen Kreis, dass der sich schneller dreht. Durch jeden Skillpunkt, den wir da investieren. Und wenn du nachher alles geskillt hast, geht das relativ fix. Wir tauschen aber eben das Auto wieder. Jetzt stehe ich wieder hier vorne. Wir können uns auch nachher, können wir sogar die Innenausstattung neu machen. Wir können ihn auch von innen einmal putzen. Ja, das wird das einmal aufgewertet und wie du siehst,
Der sieht schon aus wie neu, ne? Also von außen, da würde ich jetzt nicht denken, dass das ein Schrottauto ist. Und wenn ich den jetzt verkaufen würde, würde ich den Gewinn von 1632 machen. Weil ich den einmal geschweißt habe, einmal in die Waschanlage gepackt habe, weil der war komplett voller Sand. Und jetzt einmal innen aufgewertet habe. Also ich würde jetzt schon einen Gewinn von 1600 machen, wenn ich den verkaufen will. Und du kannst mit den Autos nachher richtig viel Asche machen, weil hier kommt nachher... wie hieß das denn? Leistungsprüfstand heißt das, glaube ich. Ich meine ja, kannst du nachher solche Autos, die kannst du nachher richtig schön tunen. Da haben wir zum Beispiel, das kann ich einmal wegmachen, auch nochmal eine Möglichkeit, Teile zu kaufen. Tuning-Teile. Hier siehst du dann hier diese 4% oder 3%. Da kannst du alles austauschen, was du Lust hast. Also alles, was da drin ist oder reinkommt, kannst du hier auch nochmal mit austauschen. Und du kannst dann halt aus so einem, sag mal so, aus so einem 500 PS Auto, sagen wir es mal als Beispiel, 1200 PS Auto rausmachen. Und ich bin auch schon mit so einem Ding gefahren auf der Teststrecke. Du hast halt null Möglichkeit, den zu kontrollieren. Der hat Power ohne Ende. Also gibt es auch noch eine Möglichkeit, andere Reifen drauf zu machen. Aber ich weiß nicht, welche das sind. Das müsste ich mir dann nochmal angucken. Und das ist jetzt mit dem DLC. Und damit zum Beispiel Porsche mit bei. Wir haben auch Jaguar mit bei. Und jetzt machen wir gerade den Porsche. Und jetzt, wenn ich das hier schon sehe, ich habe drei Teile nicht gefunden. Ich gehe mal davon aus, dass wir den Motor zerlegen müssen. Ausrücklager wollten wir eigentlich auseinandernehmen. Ne? Das müsste eigentlich auch hier irgendwas sein. Nehmen wir mal die Vorderräder runter. Ja, nur fliegen ist schöner. Da hast du voll und ganz recht. Es gibt auch eine Teststrecke. Ich habe das Spiel ja schon mal gespielt. Und dann habe ich ein... Oh, boah, welches Auto war das denn? Auch so ein etwas älteres Auto. Gehabt. Den habe ich getuned bis zum geht nicht mehr. Bin mit denen auf die Teststrecke. Also ich habe die erste Kurve, bin ich komplett rausgeflogen. Da hatte ich keine Möglichkeit, den irgendwie zu halten. Es gibt aber Reifen, wo man halt extra für solche Fahrzeuge, so Rennfahrzeuge, das nutzen kann. Aber ich weiß jetzt nicht, welche das sind. Ich glaube, bei Steam gibt es jetzt zum Beispiel auch nicht... noch nicht viele Guides, also drei Stück. Es ist nicht wirklich was bei... Viele Sachen findet man so oder so auf YouTube. Wenn man da genauer gucken will. Also Ausdrucklager ist auch defekt. Das können wir nicht reparieren, ne? Wo ist es denn jetzt? Ich jetzt blind? Sehe es gerade gar nicht. Ne, es wird mir nicht angezeigt. Ach ne, warte mal. Dann sollst du auch einmal zurückgehen. Ja, ist schon spät. So, das holen wir dann direkt. Mir geht die Musik schon wieder auf den Sack. Wir werden die gleich mal wieder ändern. Da. Ich mach das jetzt mal eben. Machen wir das wieder an. Aber ich überlege gerade, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie weit ich den da auseinanderschrauben kann. Weil das ist ein Porsche, den habe ich noch nie zerlegt. Wir bauen das Getriebe noch nicht ein. Wenn du noch immer klappern hast. Ja, also ich steuere das mit der Tastatur mit WASD. Ich weiß gerade gar nicht, kann ich mit Controller auch spielen? Ne, ich kann mit meinem Controller nicht spielen. Das funktioniert nicht. Und mit Tastatur zu fahren mit WASD ist sehr schwer. Also ich habe es damals im Eurotruck gehasst, mit der Tastatur zu spielen. Ich überlege gerade, wie weit müssen wir denn auseinander? Wir nehmen einfach mal alles ab. Was ich alles abschrauben kann. Kann ich nicht abschrauben. Warum kann ich den nicht abschrauben? Ach, der Klammern dran. Ach stimmt, die Kraftstoffpumpe müssen wir auch noch neu machen, fällt mir gerade ein. Wie sieht der Filter aus? Der könnte auch hinüber sein. Er ist noch gut. Der ist noch gut. Nehmen wir die mal raus. Du kannst die Autos sehr, sehr hoch tunen, ne? Du kannst zum Beispiel auch, also wir bekommen auch im Laufe der Zeit
Aufträge, wo wir halt Fahrzeuge tunen sollen. Wir sollen die Leistung um 30% erhöhen. Und ich habe da damals schon sehr lange dran gesessen, bis ich das hingekriegt habe und die Leistung um 30% erhöht habe. Und teilweise hatte ich das Problem, dass ich die Leistung nicht um 30% erhöht habe, sondern um 50%. Und das passte dann halt nicht in den Werten rein. Und dann stehst du nämlich auch da. Also ich bin auch früher sehr viel mit Lenkrad gefahren. Ich habe es vor einer Weile verschenkt an einem Kumpel. Weil das bei mir das Problem ist mit dem PC, sobald ich zu viel USB-Ports belegt habe, habe ich dann zwischendurch Tonaussetzer und dann spackt das Ganze hier so ein bisschen. Deswegen habe ich das jetzt abgegeben. Weil ich nutze es nicht. Und wenn dann auch nur für einen Euro-Truck und dann den spielen wir dann auch nur einmal die Woche. Was wollte ich denn jetzt? Achso, wegen der Kraftstoffpumpe. Und ich habe mir das jetzt so eingestellt, dass ich jetzt auch vernünftig mit einem Controller fahren kann. Also die Updates, die da jetzt alle gekommen sind, dann kann man das auch ganz vernünftig mit einem Controller spielen. Aber es ist schon ein Unterschied, ob du mit Lenkrad fährst oder mit Controller. Es ist schon ein riesengroßer Unterschied. Die kriegen wir hier nicht. Machen wir die direkt wieder rein. So, Zündportaler Kappe, Zündläufer, Drosselklappe. Was? Okay, das existiert. Warum existiert der Command nicht? Muss ich mal gucken. Also normalerweise sollte der... Ich muss mal kurz gucken, was Mobot, Nightbot von mir will. Ja, das geht mittlerweile ganz gut, weil sie es gepatcht haben. Also früher war es die reinste Katastrophe. Muss mal kurz gucken. Der das jetzt als Command gespeichert? Dann sollte das eigentlich gar nicht speichern. Okay, jetzt sollte es eigentlich funktionieren. Früher war es so. Jetzt postet er nur Twitter. ja, es ist ein bisschen falsch eingestellt bei Nightbot. Die Sachen, weil erst ging es gar nicht und jetzt geht's auf einmal, aber ich muss da, glaube ich, nochmal nachstellen. Also damals war es so, zu Release von Eurotax Simulator 2 mit Controller zu fahren, war schon sehr gewöhnungsbedürftig. Und du hast es halt, also ich sag mal so, ich habe halt die RT-Taste. Ich habe ja Logitech-Controller. Bei dem Xbox ist es die R2-Taste. Die hältst du die ganze Zeit gedrückt. Und irgendwann hast du Krämpfe in den Finger gekriegt oder die Finger taten dir weh. Und ich habe damals so Release, wo das rauskam, ich habe nichts anderes gespielt. Ich habe wochenlang nur Euro Truck Simulator gespielt. Ich habe es mir gemoddet, immer wieder Mods reingepackt und dann kam ein Patch. Zack, waren die ganzen Mods kaputt. Ja, Nightbot, das funktioniert so nicht. Muss dann nochmal gucken, die Texte fehlen dazu. Bei dem, was Nightbot gepostet hat, da fehlen die Texte zu. Achso, den kann ich jetzt so nicht rausnehmen. Weil eigentlich sollte er bei Twitter noch einen Text hinzufügen. Hat er nicht gemacht, genauso wie bei YouTube auch. Sollte er einen Text hinzufügen. Also das passt irgendwie nicht, da ist die Erklärung im Video doch irgendwie falsch. Wir werden den mal komplett zerlegen. Mal gucken, was wir noch finden. Der müsste eigentlich einen Kettenmotor haben. Da, wenn ich das schon sehe, der ist auch kaputt. Das wird dann doch ein bisschen größer, das Ding auseinanderzunehmen. Ich habe in meinen Jahren, wo ich in der Werkstatt war, nie einen Porsche auseinandergeschraubt. Und wir hatten auch nie einen in der Werkstatt. Nein, mein alter Account ist Skadrash. Dann kam ich da nicht mehr drauf. Hab den dann... genau, ich kam auf den nicht mehr drauf. Dann habe ich einen neuen Account gemacht. Der hieß Mordrash. Und auf dem Mordrash kam ich wegen der Handynummer nicht mehr drauf. Und weil plötzlich das Passwort nicht mehr ging. Und aus Mordrash wurde dann Mordrashi. Aber Mordrash ist auch einer von meinen. Ja. Gehe ich so nicht ab.
Bei dem Skadrash-Account, den ich ja schon seit Jahren hatte, da war ich auch relativ. Da hatte ich, glaube ich, auch. Ich weiß gar nicht, ob ich dir damals da auch gefolgt bin mit. Ich bin mir gar nicht sicher. Es kann sein, dass der auch als Follower bei dir gelistet ist, der Skadrash. Aber da habe ich keinen Zugriff mehr, weil da auch das Problem ist, dass ich nicht auf den Account drauf komme. Wegen der Handynummer. Das kann auch sein, dass ich dir mit Mordrash damals gefolgt bin. Das kann auch sein. Aber da hatte ich relativ viele drin. Und Nati hatte mal gesagt, hier, guck mal, der Norgard, der spielt Landwirtschaftssimulator. Und da warst du, glaube ich, offline, da habe ich dir, glaube ich, gefolgt und wollte da mal reingucken. Und dann war das irgendwann, dass ich dann halt nicht mehr auf den Account drauf kam. So, wie kriege ich denn jetzt hier den hier raus? Kann ich den hier seitlich auseinanderschrauben? Das geht nicht. Da komme ich auch nicht dran. Kann ich das... Okay, ich habe so die Befürchtung, dass ich das hier erst wegnehmen muss. Aber das glaube ich jetzt auch nicht unbedingt, dass das so ist. Oder wir müssen erst den Deckel abmachen. Kann ich den abschrauben? Auch nicht. Okay. Aber ich denke, das müssen wir so abmachen, aber ich sehe hier keine Schrauben. Die Schrauben sind jetzt hier in der Seite drin, aber die kriege ich nicht gelöst. Ich will aber die Kette abmachen. Ist doch gar nicht. Aber es könnte auch sein, dass wir das Öl rauslassen müssen. Und dass wir die Seiten abmachen müssen. Könnte ja lustig werden. Kann ich die hier abmachen von hier oben? Geht nicht. Bei denen können wir losmachen. Ich habe auch damals eigentlich aufgehört. Was heißt damals? Also ich habe im Juni, Juli aufgehört. Dieses Jahr. Mit YouTube, weil der... genau, dem Hammer. Weil das ja rauskam mit Artikel 13. Wo es ja so war, dass alle urheberrechtlichen Sachen direkt gesperrt werden und so weiter. Und keiner so wirklich Ahnung hatte, was da jetzt passiert. Und ich dann gesagt habe, ich habe da keinen Bock drauf, dass wir dann irgendwann mal Theater haben wegen dem Rechtsanwalt, weil ich da irgendwo Musik drin habe, die urheberrechtlich geschützt ist, dass die uns da verklagen. Weil man weiß ja nie heutzutage, ne? Deswegen habe ich gesagt, höre ich auf. Und habe auch alles stillgelegt, mein YouTube-Account, auf den Twitch-Account, da kam ich damals noch drauf. Und dann kam das irgendwann so, dass ich auf den Twitch-Account nicht mehr drauf kam, habe dann den Mordrash erstellt, auf den kam ich dann auch nicht mehr drauf. Und ja, und dann habe ich dann vor ein paar Wochen wieder angefangen. Aber wie gesagt, mein anderes Mikrofon, was ich habe, das funktioniert nicht mehr, das hat den Geist aufgegeben. Was auch nicht ganz so schlimm ist, Headset geht ja auch. Das funktioniert ja auch. Ja, also ist das halt schon Expertenmodus, ne? Also wenn du solche Autos noch nicht gemacht hast, dann musst du natürlich auch erstmal gucken, wie kannst du die auseinanderschrauben. Weiß gar nicht, ob man das Klong immer hört. Deswegen, da muss ich auch immer erst gucken. Aber ich glaube schon fast, wir müssen das Getriebe echt rausnehmen. Wir werden den jetzt einmal komplett zerlegen, damit ich weiß, wo das jetzt das Problem ist. Dass wir den einmal nach oben machen. So. Da können wir, wie weit ist denn das hier von unten verschraubt? Ja, das ist, obwohl das nur ein Headset ist. Ne? Also ich muss sagen, ich bin mal sowas sehr pingelig, was meine eigenen Sachen betrifft. Also wenn mir das nicht gefällt, dann gefällt mir das nicht. Aber Nadja sagte schon, dass das relativ gut ist. Du sagst das jetzt, dass das jetzt recht gut ist mit der Qualität mit dem Headset. Ein Kumpel sagte das auch. Dass das für ein Headset echt super ist. Aber jetzt halt auch von Logitech, ne? Das Headset war nicht gerade billig. Weil mir über die Jahre immer wieder die Kopfhörer kaputt gegangen sind. Und ich dann immer gesagt habe, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt kaufe ich eins direkt mit Mikro. Man weiß ja nie, ob man es gebrauchen kann. Ich die Schraube auch nicht daraus. Weil ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch relativ viel WoW gespielt. Wo ich das Mikrofon genutzt habe, wo ich dann abends auch mal mit den Leuten im Discord saß, gequatscht habe. Und dann hat man abends noch ein bisschen was zusammen gemacht. Aber das hat sich auch vor
zwei Monaten, drei Monaten. Wir haben jetzt November, August rum. August, September rum hat sich das auch erledigt, weil es gab so ein paar Leute. Wir hatten auch eine WhatsApp-Gruppe und es gab dann, die Gildenmeisterin hatte sich dann beschwert, obwohl es meine Gruppe war und ich die aufgemacht habe für die Leute, dass man halt, aber wenn irgendwas ist, wenn man das zeitlich nicht schafft, wenn man gerade nicht kann oder so, weil Real Life geht halt immer vor, dass man eben Bescheid sagen kann. Und wir haben dann ein paar so Sachen in die Gruppe gepostet und dann kam halt das, so das Gespräch untereinander mit den Leuten und dann fing sie plötzlich an, man müsste ja keine privaten Sachen in die Gruppe schreiben. Man könnte ja das auch untereinander machen. Ich habe dann reingeschrieben, wenn es sie dann stören würde, sollte sie die Gruppe stumm schalten und dann ist gut machen, alle anderen auch. Und dann gab es eins zum anderen, weil sie so, nee, dann könnten die Leute ja rausgehen. Und dann hat Nadja dann gesagt, da habe ich keinen Bock drauf. Den Scheiß tue ich mir nicht an, die ist nie da. Du sollst alles machen, hätte ich keinen Bock drauf. Und ich habe dann darauf gesagt, ja, okay, machen wir. Bin dann darauf hingegangen, habe auch die Gilde verlassen, sämtliche Leute rausgeschmissen. Und habe auch keinen Kontakt mehr zu den Leuten gesucht, weil ich finde sowas scheiße, muss ich dazu sagen. Da machst du halt dir die Mühe, bist regelmäßig da, versuchst den Leuten irgendwie zu helfen und dann kommt dir einer so. Jetzt muss ich aber immer noch das Ding auseinanderkriegen und ich weiß immer noch nicht wie. Da gibt's doch gar nicht. Wie kriege ich den denn da raus? Ich kann jetzt aber auch hier gerade nichts. Doch, da kann ich was schrauben. Nein, kann ich nicht schrauben. Ne? Und das ist eine ganz miese Nummer, weil ich habe für die den Server gewechselt und ein Server-Transfer kostet 25 Euro. Und das waren, lass mich überlegen, 4 oder 5 Charaktere, die ich auf den Server geholt habe. Also etwas mehr als 100 Euro. Also nicht in einem Monat, sondern verteilt über einen Monat. Also wir haben jeden Monat so ein, zwei Charaktere geholt auf den Server. Und dann habe ich dann versucht, da so ein bisschen was aufzubauen. Auch die Leute habe ich dann mitgenommen, die halt bei uns in der Gilde waren auf dem Server. Weil ich mich mit meinem Bruder zerkracht habe. Auch wegen dem Spiel. Und ich dann gesagt habe, ne, komm, dann gehen wir auf den Server. Und ja, jetzt spielen die überhaupt nicht mehr. Also sie spielt wohl überhaupt nicht mehr. Was mit den anderen ist, weiß ich nicht. Und viele waren auch sehr angepisst, weil ich dann einfach so gegangen bin. Ich habe den Leuten immer wieder gesagt, wenn man mich verarscht oder man versucht mich zu verarschen, dann werde ich anders, dann werde ich sehr unangenehm. Und das war halt an diesem Tag so. Und ich habe mir dann gedacht, ich werde mich nicht über die Leute aufregen. Ach guck mal, einfach mal Kitter machen. Weil das ist Zeitverschwendung. Vor allem, ich habe da so viel Zeit investiert und dementsprechend auch Geld und das ist dann halt auch sehr ärgerlich. Aber ich kann das Ding immer noch nicht runternehmen. Ach, der hat zwei Ketten sogar. Kann ich die da auch runternehmen? Ach, das geht. Da kann ich den runternehmen. Okay. Nur mal kurz gucken. Der ist kaputt. Zählt das denn jetzt schon als das, was wir suchen müssen? Nein, es fehlt immer noch ein Teil. Verdammte Hacke. Und der hat kein OBS-Diagnosegerät. Das heißt, ich muss den komplett auseinandernehmen. Das gibt's doch gar nicht. Ist aber so, ich bin normalerweise ein sehr geduldiger Mensch. Ja, gerade die waren... Ja, sie war ein bisschen älter. Er war so, ich glaube, 40, 50 rum. Und die waren auch nicht so, was Reaktionen betrifft, die schnellsten. Und ich habe gesagt, es geht mir nicht darum, ob wir das jetzt sofort schaffen. Es geht mir einfach nur darum, dass man Spaß an dem Ganzen hat. Und da gab es halt auch so ein paar Leute, die haben da so ein bisschen quergeschossen, auch damals bei uns in der Gilde. Die sind gegangen, machen ihr eigenes Ding. Und von denen höre ich auch nichts mehr. Ist auch meistens besser so. Gibt's doch gar nicht. Was muss ich denn hier noch auseinandernehmen? Oder kann ich den jetzt runternehmen? Auch nicht. Okay, was übersehe ich gerade? Das funktioniert auch nicht. Aber was ist denn hier noch kaputt? Man muss doch das Ding irgendwie runterkriegen. Kann ich die Ölwanne abmachen? Ich guck mal eben, ob ich die Ölwanne abmachen kann. Aber ist aber so, ich habe in den Jahren, wo ich jetzt streame, also wo ich den allerersten Account hatte, auch sehr viel erlebt. Auch das, was Triple zum Beispiel gestern gesagt hat, dass viele folgen und von denen hörst du nie wieder was. Ja, oder was viele halt Bots sind. Das hatte ich zum Beispiel auch früher sehr häufig.
Was ich auch sehr häufig hatte, waren diese Spammer dann, ja, wo du auf irgendeine Seite gehen sollst, wo du Follower bekommst, ne? Das habe ich auch schon sehr häufig gehabt. Leute, die mir gefolgt sind, die dann wiederum entfolgt sind, habe ich auch schon gehabt. Ich mir dann gedacht habe, ja, warum folgt ihr mir dann? Ich kriege das nicht auseinander hier. Ja, ich kann hier nicht auseinanderschrauben. Irgendwas muss ich hier noch abmachen. Aber ich habe gerade keine Ahnung, was. Ich habe auch über die Jahre viele Leute kennengelernt, die selber streamen. Und da waren auch viele Chaoten mit bei, muss ich sagen. Viele waren ganz nett. Die sind mir dann aber auch plötzlich von heute auf morgen entfolgt. Die haben den Kontakt komplett abgebrochen. Keine Ahnung warum. Aber ist mir dann auch in dem Moment relativ egal. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum ich hier nichts auseinanderschrauben kann. Es geht einfach nicht. Ich kann auch nicht die Ölwanne abschrauben. Wobei ich eigentlich dann das hier abschrauben müsste, aber das kriege ich aber auch nicht ab. Ich kann hier nämlich gerade nichts abschrauben. Kann ich die rausnehmen? Auch nicht. Die hier festgeschraubt. Das Problem ist, es switcht immer hin und her, aber ich kann hier nichts auseinanderschrauben. Ärgerlich. Aber das bringt uns jetzt natürlich nicht weiter, weil irgendwas noch am Motorblock kaputt ist. Turbolader, Steuerkette, Keilriemen. Ich kenne mich bei Porsche leider nicht aus. Ich will da so ein bisschen reingucken. Vor allem, was machen wir denn mal, wenn der Motor, wenn der einen Kolben kaputt hat? Dann kannst du den Motor nicht auseinandernehmen, weil das Spiel sagt, nee, ist nicht. Ja, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber das ist halt, wenn man mit der Kamera so ein bisschen reinzoomt und das sieht mir her aus nach, dass das hier so ein bisschen kaputt sein könnte. Der Kolben sieht gut aus, der sieht auch gut aus. Die sind soweit okay. Ja, also du kannst auch einen komplett neuen Motor einbauen, aber dafür müsste ich den alten erstmal rauskriegen. Das ist halt so, ich sag mal so, der Nachteil wiederum an dem Expertenmodus, weil das halt dir keine Infos gibt, was du machen sollst, ne? Und ich saß jetzt schon mal in einer Folge an einem Motor und ich habe zig Möglichkeiten probiert, diesen auszubauen, also diesen rauszubekommen. Aber es hat nichts funktioniert. Selbst ganz das kann ich hier nicht lösen. Auch das kann ich nicht lösen. Es ist irgendwo so ein kleiner Punkt, wo du sagst, boah, das kann ich lösen oder das kann ich nicht lösen. Weil wenn der wirklich mal einen Kolben kaputt hat, wie soll ich den denn reparieren? Oder kann ich das hier vorne irgendwo machen? Nee, auch nicht. Das ist natürlich jetzt doof. Ich würde jetzt einfach darauf tippen, dass du die Schrauben losmachen kannst. Aber selbst das geht nicht, weil die irgendwo noch feste sind. Das heißt, der müsste als erstes runter. Den kann ich aber nicht runternehmen. Den kann ich auch nicht abnehmen. Ich weiß nicht, ob du diese Düngen hörst. Wegen der Musik. Es kann sein, dass das nicht durchkommt bei der Musik. Ja, ich bin da gerade so ein bisschen am Grübeln. Warum geht das nicht? Da kann ich hier vorne was wegmachen. Das geht einfach nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ja, dann ist das so ein Zeichen dafür, dass du das nicht entfernen kannst. Aber ganz ehrlich, wie willst du dann den Motor zerlegen? Kann ich nicht das komplette Auto auseinanderschrauben, weil ich den Porsche nicht, weil ich dann an den Porsche ist die Teile nicht drankomme? Ja, es geht einfach nicht. Ich kann hier nichts machen. Die Hasen mich jetzt erschrocken, ey. Auch nicht. Ah, das gibt's doch gar nicht. Wo ist das Problem? Kann ich den jetzt auseinanderschrauben? Nein. Dass die beiden gehen auch nicht. Ne, ich muss mir mal WSD hier machen. Ach guck, da haben wir noch Zündkerzen drin. War da vielleicht eine dabei, die da kaputt ist? Nein, natürlich nicht. Das wäre auch zu einfach gewesen. Das kriege ich auch nicht raus. Okay, das hat mich jetzt nicht wirklich weitergebracht. Den
kann ich halt gar nicht auseinandernehmen hier. Der funktioniert nicht. Die Ölwanne kann ich auch nicht rausnehmen, so wie das aussieht. Was eigentlich auch unlogisch ist. Die müsste ich eigentlich auch rausnehmen können. Kann ich denn hier die Schrauben lösen? Auch nicht. Weil beim letzten Mal war es so eine ganz kleine Schraube, die hinter so einer Abdeckung versteckt war. Aber ich komme hier mal dazu, gar nichts loszumachen. Das ist halt so ein bisschen das Doofe daran. Vor allem selbst die kriege ich hier nicht raus. Das ist ja die Ölwanne. Um die Ölwanne aber rauszukriegen, müsste ich den rausnehmen. Und da kann ich halt gar nichts klicken hier. Da auch nicht. Also von unten kann ich hier gar nichts losmachen. Ich habe auch nicht diesen Kreis. Das heißt, es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, den von oben zu lösen. Weil es von unten einfach nicht machbar ist. Also das Spiel sagt, von unten ist nicht machbar. Das heißt, es muss von oben eine Möglichkeit geben. Das ist bestimmt wieder so eine ganz kleine Stelle, die ich übersehe. Das ist das Problem, ja. Wo ist diese Stelle? Auch nicht. Das gibt's doch nicht. Es könnte auch möglich sein, dass man erst die Stoßdämpfer wegmachen muss. Weil er hat ja eigentlich genug Platz. Obwohl, das könnte so gut hinkommen. Dass das vom Platz her nicht passt. Das wäre eine Möglichkeit. Das können wir ausprobieren. Das könnte möglich sein. Mit den unten auch mal raus. Kann ich nicht, weil ich den erst wieder hochfahren muss. Ah, das ist so doof. So, dann nehmen wir den auch mal raus. Müsste normalerweise funktionieren. Muss aber auch sehr viel für so einen Porsche dann zerlegen, muss ich sagen. Jetzt kann ich vor Newton schon mal was machen, aber es geht trotzdem nicht. Den kann ich auch nicht zerlegen. Nehmen wir die andere Seite auch mal raus. Wir gucken mal. Wir nehmen jetzt alles raus, was wir rausnehmen können. Achso, ich muss erst oben. Ich muss erst oben die rausnehmen. Das Problem ist, er hat auch keinen OBS-Anschluss. Also Onboard-Diagnose. Dass wir sagen können, wir lesen aber den Fehlerspeicher aus. Aber der hat sowas nicht. Das ist ein Baujahr 95. Der hat sowas nicht drin. Auch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist das denn hier? Was stört hier denn? Das kann ich auch nicht auseinandernehmen. Wir machen den nochmal runter. Wo ist das jetzt hier? Der Knopf, andere Seite. Die Stoßdämpfer sind nämlich jetzt alle weg. Weil er hat hier oben seinen Ölfilter. Okay. Vielleicht müssen wir das ja noch entfernen hier oben. Kann ich gar nicht entfernen. Okay, das geht schon mal, zum Beispiel schon mal nicht. Das geht auch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Muss doch irgendwo herausfinden können, was da noch kaputt ist an dem Motor. Unter der Motorhaube. Das muss doch irgendwas im Motorbereich sein. Weil vorne denke ich jetzt nicht, dass das irgendwas ist. Motorbereich, also unter der Motorhaube ist irgendwas hier. Aber ich kriege hier die Schrauben nicht raus. Das kann ich auch nicht. Also ich kann zwar das drehen, aber ich kann hier die Schrauben nicht rausnehmen. Das ist wahrscheinlich nur Deko. Die anderen Sachen werden wahrscheinlich auch nur Deko sein. Kann ich denn da was rausnehmen? Nein, auch nicht. Die Schrauben oben kann ich nicht rausnehmen. Hä? Das gibt's doch gar nicht hier.
Oder vielleicht denken wir auch einfach zu kompliziert. Das ist auch möglich. Vielleicht ist es irgendwas Kleineres. Ah, guck mal! Ha! Sag ich doch, irgendwo ist dann halt dieses kleine Ding, ne? Was du plötzlich rausnehmen kannst. Und das hat jetzt, glaube ich, nichts mit den. Obwohl, das könnte auch mit den Stoßdämpfer zu tun gehabt haben. Das wäre auch möglich, sonst würden wir das vielleicht nicht rauskriegen. So. Den kann ich jetzt auch nicht rausschrauben. Den habe ich jetzt ab. Das sind die Nockenhöhlen. Die kann ich jetzt auch einfach so rausnehmen, okay. Und ich schraube jetzt gerade Schrauben ab, die ich nicht mal sehe. Ach, der hat das für jeden Zylinder einzeln. Okay. Jetzt hier links ist der ganze Motor. Das ist mir jetzt sowas von egal. Wir wissen, ob die Sachen hier kaputt sind. Irgendwo muss der ja kaputt sein. Es ist aber doch sehr unübersichtlich gestaltet, muss ich sagen. Also bis du da mal drauf kommst. Achso, ich muss erst die hier rausnehmen. Den raus. Also ich muss sagen, wenn das im Real-Life genauso kompliziert ist und du das nicht weißt, da fummelst du dir ja einen Wolf. Aber ich glaube, da wird das ein bisschen anders funktionieren. Voll, dass dann noch die ganzen Kabel. So, den nehmen wir mal runter. Den nehmen wir auch runter. Der will er jetzt nicht. Ich würde schon sagen, andere Seite habe ich doch auch raus. So, kann ich den jetzt auseinandernehmen? Nee, den will er mir nicht geben. Warum willst du mir den nicht geben? Ist irgendwas drin, was ich da rausnehmen muss? Irgendwo eine Schraube drin? Nö. Okay, das geht auch nicht. Da müssten wir den aber rausnehmen können. Auch nicht. Okay, warum geht das jetzt nicht? Aber habe ich jetzt die Teile gefunden? Das sieht alles... Also alles, was gelb ist, ist okay. Alles, was rot ist, ist Schrott. Aber es bringt uns... nicht weiter. Okay, es ist das nächste Problem. Was kann jetzt raus? Dass wir die Kolben nicht rauskriegen, ist klar. Ist immer eine Schraube drin, die wir losmachen können. Da kann ich zum Beispiel nichts anklicken. Oder muss ich das von hier oben machen? Nee, das geht nicht. Okay. Den werden wir wahrscheinlich auch nicht rauskriegen, ne? Nee, der ist auch Deko. Fahren wir nochmal hoch. Wenn wir kurz gucken wegen den Nightbots, den will ich mal kurz deaktivieren, weil da muss ich nochmal gucken. Nicht, dass der jetzt hier permanent spammt. Weil das ist nämlich falsch, wie er es gemacht hat. Da muss ich nämlich nochmal gucken. Ja, okay, ist disabled. So. So. Ne, also von unten. Ah, guck mal hier. Ah ja. Jetzt können wir die rausnehmen. Kann ich die Schrauben jetzt auch alle rausnehmen? Nein, das geht nicht. Okay, mehr kann ich jetzt nicht rausnehmen. Scheinbar nicht, nein. Okay, hier wieder eins. Ja, ich habe ja leider hier keinen Abzieher. Was ich muss sagen, ist das hier sehr kompliziert gemacht mit dem Porsche hier, weil das sind ja hier die Zylinder. Die Kolben. Das sind die Zylinder, die Kolben. Aber wie kriege ich den jetzt hier raus? Oder ist das ein Teil?
Bin ich plötzlich woanders gelandet? Okay, jetzt geht's plötzlich nicht. Jetzt hat er mich irgendwo hingezoomt, wo ich gar nicht hin will. Ich habe mich so drauf gefreut, dass ich einen Porsche zerlegen kann. Und jetzt haben wir das Problem, jetzt müssen wir für jede Zahl gucken, wo wir hin müssen. Mal kurz gucken, ob ich noch so trinken da drin? Ja. Okay, jetzt habe ich eine Schraube gelöst. Ah, guck mal da unten. Da unten. Warum muss ich das von oben machen und nicht von unten? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Noch mehr Ach, guck mal. Okay, das ist jetzt... Ah, guck mal, das ist ein Teil. Das ist ein komplettes Teil. Deswegen kriegst du das nicht weg. Das ist der komplette Motorteil. Den kannst du hier gar nicht auseinandernehmen. Und das ist das Teil, was kaputt ist. Das da. Hundertprozentig. Aber wie kann ich dann die hier losmachen? Beziehungsweise, wie soll ich denn da überhaupt drankommen? Ich will ja jetzt den in der Mitte lösen. Wie komme ich da jetzt dran? Gar nicht. Also er lässt mich gar nicht dran. Oder das lässt er mich dann wiederum nur von unten machen. Ich war eigentlich so gehypt, dass ich da eigentlich mal einen Porsche machen kann. Und jetzt ärgert mich das Auto einfach nur noch. Nee, hey, selbst das geht nicht. Ah doch. Ah, guck mal. Und? Nein, das wollte ich nicht wissen. Es ist das Teil. Kurbelwellenlagerdeckel. Wir müssen komplett Motor auseinanderfummeln irgendwie, um dieses eine Kurbelwellenlagerdeckelteil rauszubekommen. Können wir das denn wenigstens reparieren? Oh, da haben wir aber nicht viel Grün. Ach, guck mal, es funktioniert sogar. Und jetzt können wir die ganze Karre wieder zusammenschrauben. Das wird richtig teuer. Wir können ja mal gucken. Also bisher zahlt er uns 920. Aber das war ja noch nicht alles, ne? Wir haben ja jetzt zwar alles gefunden. Wir haben aber noch nicht alles gemacht. Also jetzt bauen wir den wieder zusammen. In einem Kurbelwellenlagerdeckel. Hammer. Das ist echt schon Hammer. Jetzt können wir die ganze Karre wieder zusammenbauen. Ja, lässt er mich jetzt nicht? Ach, das geht jetzt wiederum nicht, weil ich den jetzt wieder runterfahren muss, um das Teil wieder zusammenzubauen. Manchmal diese Logik im Spiel, ne? Das ist echt doof. Okay. Haben wir wieder was dazugelernt. Dann wünsche ich dem alten Mann eine gute Nacht. Bis die Tage mal oder bis morgen. So, das bauen wir alles wieder zusammen. Muss man kurz gucken, wie viel Prozent will er denn haben? 55. Bibi! Eieiei. Was für ein Auto hier. Lass ihn wieder rein. Den auch wieder einbauen. So. Das wird lustig, jetzt wieder alles zusammenzuschrauben hier. Den wollte ich jetzt zwar noch nicht reinmachen, aber gut, okay. Ja, erst den äußeren. Ach, wir haben ja schon 12:30. Ups, ich habe das gar nicht gesehen, dass wir schon 12:30 haben. Oh, ich muss die Mara Luba mal eben runterholen, sonst gibt es nachher wieder Ärger, weil ich die vergessen habe. Jetzt nehme ich wieder oben und hört Musik. So, ich bin gleich wieder da. So, dann sind wir wieder zurück.
Bau den bösen Porsche wieder zusammen. Den können wir nicht zusammenbauen und den aber. Das wieder rein. Genau, die Führungen, habe ich die schon? In der Liste. Aber mal, ich weiß nicht, ob das ist jetzt echt nur zwei Stück, die da reinkommen. Okay, es sind nur zwei Stück, werden anscheinend um deine Schraube festgehalten. So. Was hatte ja auch einen Vorteil, das alles auseinanderzuschrauben. Es gibt ja gut XP, ne? Dann immer ordentlich Erfahrungspunkte, das Ganze. Vorhin hätte ich. Ja, hätte es doch so das Öl auseinandernehmen müssen, fällt mir gerade ein. Ich kann nicht dran vorbeigekommen. Ach, die Stangen unten. Ja, genau. Kann ich jetzt von hier aus nicht zusammenbauen, aber wir können bei den Rest mal zusammenschrauben. Ich bin mir jetzt aber auch nicht so sicher, ob wir wirklich den Stoßdämpfer und sowas rausnehmen müssen. Möglich wär's. Das geht jetzt nicht von. Ach guck mal, da müssen wir noch einen Abgaskrümmer holen. Mal gucken. Hier wofür eine Schraube? Ah. So, haben wir den überhaupt auf der Liste? Nein. Da wollte ich gucken. Der ist fertig, der ist fertig. Abgaskrümmer, wo bist du? Endrohr haben wir eigentlich schon gemacht.
einen Stoßdämpfer noch rein. So, den kann ich noch nicht dran machen, aber den Rest kann ich schon mal zusammenbauen. Endrohr habe ich auch nicht drin. Nein, falsche Taste. So, das heißt, wir können den Rest eigentlich von unten erledigen. Kann ich das aber nicht machen, weil das muss ich von unten machen. Oh, das ist doch doof manchmal. Sagen die Klammern, die passen sind noch gar nicht da drauf. Dann noch da rein. Drosselklappe habe ich alles nicht bestellt. Was für ein schlechter Service hier übrigens, ne? Wir haben hier nichts bestellt. So, jetzt muss eigentlich nur noch das Öl gleich rein. Genau, die Kabel müssen jetzt noch rein. Das muss ich unten noch zumachen. Das schon mal draufschrauben. Das kann ich drauf machen. Die Kerzen sind ja drin. Kann ich so nicht machen, aber kann ich das Öl schon mal einfüllen? Servo und Wischerflüssigkeit wechseln.
So, die Wüstenflüssigkeit. Da müssen wir mal gucken. Da. So, hauen wir wieder zu. Sollte normalerweise alles fertig sein. Ach, das Zündkabelsatz fehlt. Ah ja. Ja, ist auch logisch, ne? Ach, gestern muss ich mir eher runter. Nie wieder Porsche. Das ist schon sehr interessant gemacht eigentlich. Wir gucken mal, er zahlt jetzt 5000 dafür. Das ist eigentlich noch eine billige Reparatur, wenn man es so sieht. Normalerweise müsste ich jetzt noch einen annehmen können. Warte, was relativ viel hat. Weil. Die sind schon weg. Mit denen noch dazu. Er sieht aber auch sehr schön aus. So. Dann geht es jetzt erstmal an die Karre hier. Verdienen wir zwar kein Geld mit, aber die werden wir einmal komplett zerlegen. Und was wir davon reparieren können und was davon nicht. Sagen, den kann ich doch so rausnehmen normalerweise. Ja, nichts, aber Stoßdämpfer. Stoßdämpfer kann ich auch so rausnehmen. Dann muss ich den hoch machen.
So, dann machen wir den einmal hoch. Den müsste ich eigentlich auseinandernehmen können. Kann ich. Sehr schön. Mal kurz gucken. Kann ich davon überhaupt irgendwas instand setzen? Ist natürlich die Frage. Kann man das oder kann man das nicht? Ne? Das ist immer so eine Sache. Sieht aber schon sehr danach aus, als könnte man das ein oder andere reparieren. Ich muss das Radlager rausnehmen. Ja, was haben wir denn hier noch drin? Ach, so, Radlager glaube ich noch, ne? Ja, natürlich. Da kann ich das jetzt nicht rausnehmen.
Alles verrottet an der Karre. Jede einzelne Schraube. Naja, fast. Okay, wo ist die andere Schraube? Wo hast du dich versteckt? Ist noch jemand da, die sich hier versteckt? Da ist das Getriebe raus. Mal kurz richtig hinsetzen. Oh, mein Arm. Ach, der hat doch noch ein paar Kolben da drin. Okay, aber sonst irgendwas, da können wir noch irgendwas hinten auseinandernehmen. Hinten können wir noch die komplette Achse rausnehmen. Eine schöne Party-Mucke an. So, das Auto schien fast ganz nackig. So, machen wir den einmal runter, packen wir die Karosserie darüber. Schweißgerät. Hybride 2, ne? Ja, ist richtig. Ich kann die noch nicht rausnehmen, da ist noch immer was fester dann. Die noch nicht rausnehmen kann. Ah, da ist doch noch was festgeschraubt. Kann ich nicht rausnehmen, bevor ich den Kolben nicht rausgenommen habe. Ne, das wollte ich jetzt nicht gucken, sondern was der mich jetzt an... Jetzt verkaufe, mache ich sogar Minus. Dann machen wir sogar Minusgeschäft, das ist ja noch schlimmer.
Was hatte er denn hier überhaupt? Felge, Felgekühler, Ladeluftkühler. Teile nicht gefunden, repariere die Karosserie. Na komm schon. Endlich. So, Motor ist auch raus. Den können wir reparieren. Die Kurbelwelle ist kaputt. Die Kolben ist neu. Zylinderkopf ist auch hinüber. Aber erstmal wegen dem Level ab. Wie viele Punkte haben wir denn? 5. Nochmal bei dem eben hier durch. Felg ist hinüber. Wo können wir die auch restaurieren? Ich weiß es gerade gar nicht, ob das geht. Muss der Kühler erst raus, der muss raus. Ja, jetzt habe ich vergessen, das Ding rauszumachen. Die Lichtmaschine ist auch hinüber. Riemen raus. Was habe ich denn jetzt den Behälter rausgemacht? Bist du doof? Ölwanne ist auch Schrott. Kotflügel raus, den raus, den raus. Der ist das. Der Getriebe ist auch hinüber. Oh Junge, das wird teuer. Felge können wir sogar reparieren? Wow. Dass das geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Nein, wir sind gescheitert einmal.
Ach, jetzt bin ich doch doof. Ich muss sie nochmal abziehen. Ich muss sie doch beide nochmal in den Einkaufswagen hinzufügen. Und meinem Aufschreiben. Das ist 235. 35. Das andere ist 19.0. Deswegen kriege ich hier nicht? Doch, kriege ich doch hier. 19 Zoll. So, machen wir jetzt mal das Sportreifen. Felge brauchen wir nicht. Die Ölwanne brauchen wir einmal. Unterer Windschutzscheibe kriege ich hier nicht. Dann muss ich woanders hin. Warum habe ich denn noch ein Lenkgetriebe auf 100% dabei? Das hätte doch noch gepasst eigentlich. Und, die kann ich natürlich nicht drauf machen. So, jetzt kann ich die drauf machen. So, Ladeluftkühler brauchen wir auch noch. Lade. Hier müsste das sein. Den Verbraucher haben wir da rein. Ja, passt. Das Rohr können wir eigentlich auch wieder dran bauen. Ist auch direkt da. Stange direkt rein. Spurstangkopf direkt rein. Reifen drauf. So, Kühlertyp A, Kaltriemenlichtmaschine nur noch kaputt. Geht ja doch. Ich habe den Text ja gar nicht vorgelesen, ne? Ich wollte ein Mädchen beeindrucken. Ich glaube, ich habe vielleicht ein paar große Büsche, Löcher und Steine gestreift und wahrscheinlich unterwegs einen oder anderen Kaktus getroffen. Bitte spar mir den Hinweis auf den Verwendungszweck dessen dieses Autos. Wenn du schon dabei bist, prüfe bitte auch den Flüssigkeitsstand. Da war viel Sand, dass mir schnell das Wischwasser ausgegangen ist. Hat sich aber gelohnt, mehr sage ich nicht. Dazu halte mich mit dem Fortschritt der Reparatur auf den Laufenden. Okay. Boah, er hat die alte genagelt. Muss die alte ziemlich doof sein. So, Lichtmaschine wieder rein. Riemen drauf. So, Kühler wieder rein. So, und dann Lüftung wieder rein.
die wir dann auch freundlicherweise repariert haben. Ansonsten sonst noch irgendwas. Können wir eben nach dem. Ach nein, genau, Öl haben wir abgelassen. Dann machen wir eben das Öl noch rein. Flüssigkeitsbehälter eben auffüllen. Genau, jetzt kommt die Karosserie dran. So, lass mal kurz gucken. Motorhaube, Windschutzscheibe, Kotflügel vorne und links, Außenspiegel. All den brauchen wir nicht. Vorne links, vorne rechts brauchen wir den auch. Stoßstange vorne brauchen wir auch. Scheinwerfer vorne haben wir gar keinen. Gar keinen. Okay. Außenspiegel rechts. Das Nummernschild muss wahrscheinlich dasselbe sein, wie das, was er hat. Aber denn sonst alles an der Karosserie? Vorderes Nummernschild und das war's. Ja dann. Tablet. Hätte mal ein Schild. Und voilà. 11.000 gibt uns das Ganze, das Auto. Auch nicht schlecht. Genau, den Bolt können wir mal einfach mal erst die Hebebühne packen. Den dahin, so, und dann bekommen wir einen neuen. Nehmen wir den auch mal direkt an. Oh. Erstmal direkt in die Waschanlage. Hier müssen wir, glaube ich, einmal komplett fertig machen. Wenn ich den vorher gerade sagen kann, ich den Innenraum nicht aufwerten. Irgendwas mit Bonus-XP. Den haben wir mit Bonus-XP. Und den. Nehmen wir den. Hast du maximal 5 Fahrzeuge? Habe ich echt 5 Fahrzeuge schon? Ja, stimmt, der Bolton ist ja von uns. Das ist ja unser.
Lass uns mal gucken, was wir alles haben an Teilen, die jetzt da reinkommen. Kolben oder sowas? Ne, Kolben haben wir noch gar nichts, ne? Ja, das sieht hier hinten sehr schlecht aus. Gummibuchsen habe ich auch keine da. Stoßdämpfer sind auch hinüber. Können wir auch reinmachen, die sind neu. Da habe ich keine Hinterachse. Träger, der ist komplett kaputt. Das hier aus, der ist auch komplett kaputt. Die Kuppelwelle ist auch kaputt. Vorstange sind auch so alt, alle kaputt. Auch hinüber. Ja, die sind auch alle hinüber, der ist auch hinüber. Spurstange konnte ich glaube ich nicht reparieren. Ne, die konnte ich nicht reparieren, okay. Kühler packen wir weg, den packen wir weg. Die Kiste machen wir gleich auf. Das andere wird gleich durch den Jordan gejagt. Reifen und Felgen müssen wir gleich mal gucken, was wir reparieren können. So, den können wir, die Heckklappe können wir reparieren. Oder auch nicht. Die Scheiben noch eben mit rein. Los, dann sind auch alle hinüber, ja. Das habe ich mir schon gedacht. Den Rest kann ich nicht reparieren, das heißt, den Rest werde ich jetzt kaputt machen. Und dann werden wir das nächste Mal, ich glaube Donnerstag, vielleicht auch ein bisschen früher, den anderen Teil machen.
Warte, wir können mal kurz gucken. 16.000, was kann ich denn so noch kaufen? Lackiererei kostet 15.000. Aber da müssen wir noch ein bisschen sparen. Wir könnten das verkaufen, aber bringt uns nichts, weil wir jetzt dann so wenig Geld haben. Gut, ich mache die Sachen jetzt kaputt. Ich bedanke mich schon mal auf YouTube fürs Zugucken. Im Stream spielen wir gleich eventuell noch was anderes, so eine halbe Stunde, Stunde. Und dann gehe ich, denke ich, mal auch ins Bett. Bis dahin, ciao.